Ja, Halli, hallo. Ja, ihr seid ja sicherlich auch im Discounter Narzissen kaufen. Ja, das geht alles schwuppdiwupps. Aber ich möchte dir heute zeigen, wie du eine coole Idee mit Narzissen und mit einer so Aludose, Konservendose upcyclen kannst. Und dazu brauchst du Rinde, du brauchst, ich sag mal, zum Beispiel irgendein Hartriegel. Und du brauchst Draht. Und deine Idee ist schon schwuppdiwupps fertig. Also, lass dich inspirieren. Ich habe dir zwei Ideen. Eine schnelle, eine vielleicht etwas kompliziertere. Lass dich inspirieren und überraschen, was wir heute machen werden. Also, wir starten mit der ersten Idee. Und zwar habe ich da diese Narzisse. Und die legen wir hier sorgfältig ins Aludöschen. Ich habe da mal schon noch ein wenig zu viel Erde dran. Unten habe ich ganz wenig Blätton, damit wir da nicht Probleme bekommen. Ups. Mit der, wie soll ich sagen, erstmal mit Staunässe und zweitens sind wir so abgesichert, dass die Pflanze schön oben bleibt. Dann zerbrechen wir mal diese schöne Eukalyptusrinde. Du kannst es auch mit ganz normaler Rinde machen. Du hast vielleicht etwas komplizierter, wenn du es mit normaler Rinde machst, weil du halt, wie soll ich sagen, etwas dickere Rindenstücke hast. Dann legen wir diese Stücke der Rinde mal ums Gefäß rum. Schauen natürlich, dass wir da alles schön abdecken. Du kannst natürlich auch eine luxuriösere Variante wählen und sagen, also ich mache es luxuriös und ich lege unter die Rinde noch eine Kokosfaser oder sonst irgendein Material, das das Ganze abdeckt. Dann, ups, binden wir diese Rinde schön ans Gefäß ran. Du hast jetzt vielleicht schon überlegt, warum legst du, lieber Blumenmann, schon vorgängig. Wir starten nochmals. Warum legst du die Narzisse schon vorgängig in die Aludose? Das lege ich, weil ich bei dieser Frühlingskreation die Rinde auch ein wenig über den Topfrand haben. Und somit müssen wir sonst Angst haben, dass plötzlich die ganze Narzisse die Rinde zerstört. Und das wollen wir ja nicht. Und dadurch habe ich gesagt, nehmen wir zuerst die Narzisse rein. Also merkt ihr das, wenn du sowas machst. Zuerst die Narzisse und anschließend kannst du den Rest rumherum machen. Jetzt haben wir da Lücken, wo ich da noch ein wenig vom Aludöschen sehe. Und da kann ich einfach so kleine Stücke von der Rinde reinmachen. Dann müssen wir schauen, dass wir ungefähr gleich lang sind bei den Rindenstücken, weil sonst steht ja die Kreation nicht gerade. Und das wollen wir ja auch verhindern, dass es irgendwie doof und schräg steht, weil diese Kreation ist ja auch ein wenig eine schräge Kreation. So, haben wir das Ganze gemacht. Jetzt sagst du natürlich vielleicht, ah, oh, was passiert? Die Rinde wird feucht und so und plötzlich fällt sie auseinander. Und dazu haben wir die Heißklebepistole schon vorgängig eingesteckt. Mit dem Heißkleber können wir da das Ganze schön fixieren. Wenn du natürlich sagst, ja, was mache ich? Die Aludose, die rostet und Scheibenkleister, wenn es mir einen schönen Tisch zerstört. Ich sage immer, schöne Tische, extravagante Tische, teure Tische. Ich lege da eigentlich immer noch eine kleine Unterlage drauf, weil
Da ist es wirklich immer heikel, wenn wir mit Naturmaterialien arbeiten, dass es einfach schnell kaputt gehen kann. Und rosten, ja, rosten können natürlich diese Dosen, aber sie rosten sicherlich nicht so schnell durch, weil wenn wir uns überlegen, die Konservendosengeschichten, die bleiben ja extrem lange schön und sauber und essbar und dadurch müssen wir eigentlich keine Angst haben. Wichtig ist, spare nicht beim Heißkleber, weil der kann dir das Ganze, die ganze Kreation retten. So, weil so fällt die dir nicht auseinander, da kannst du wirklich halten, schwingen, machen und tun. Und ja, lasse genügend lange den Kleber abtropfen, sonst hast du das Ganze, ich soll sagen, die ganze Schreinerei auf dem Tisch. Mach es jetzt einfach so, stell es so hin. Ich habe mit etwas weniger Materialverschleiß gerechnet. Darum habe ich jetzt mir noch einmal ein Stück Rinde geholt. Und nun nehmen wir da vom Hartriegel einige Zweige. Dann wieder die Narzisse. Auch hier müssen wir etwas Rinde wegmachen. Narzisse schön versorgen. Was du dir merken kannst, ist, Narzissen brauchen sehr wenig Wasser. Sie sind lieber draußen als drinnen. Wenn du die Narzissen drinnen hast, macht es oftmals schwuppdiwupp und die ersten Blüten sind schon oben und blühen. Wenn du aber sagst, ja, ich möchte lieber, dass sie lange schön bleiben, dann empfehle ich dir von Herzen, lass das Ganze schön draußen stehen. Sie mögen auch Frost erleiden und ertragen und damit hast du auch viel, viel länger Freude daran. So. Auch hier wieder legen wir diese Rindenstücke um diese Konservendose rum. Jedes Rindenstück ist einzigartig, jede Rinde ist manchmal etwas praktischer oder unpraktischer. Da muss man immer ein wenig auch das Gefühl herausfinden, welche Rinde kann ich für solche Kreationen gut verwenden. Dann legen wir, ups, jetzt wird dann meine Hand plötzlich, Hartriegelzweige um die Kreation rum. Und so bekommen wir noch etwas mehr Farbe, wir bekommen so einen etwas frecheren Touch für diese Frühlingskreation, nehmen natürlich passend den roten Draht. Du kannst natürlich auch schwarzen oder orangen oder was auch immer du zur Verfügung hast, verwenden. Du musst dir bewusst sein, dass diese Äste, die trocknen dann mit der Zeit ein, sehen dann vielleicht nicht mehr so toll aus. Wenn du aber den Draht genügend hart zusammenziehst, sollten sich eigentlich auch diese Äste nicht gleich wieder aus der Kreation lösen, wenn sie, wie soll ich sagen, einschrumpfen. Dann unten schauen, dass wir alle Stiele und alle Rindenstücke ungefähr gleich lang abschneiden. Da ist irgendwo noch ein ganz langer. Der Wasserwaage musst du nicht dahinter, aber einfach, dass wir sauber arbeiten. Jetzt auch hier wieder Kontrolle. Haben wir da irgendwo noch krasse Lücken? Ich sehe da keine, aber ich habe das Gefühl, hier braucht es noch was runtergeschoben. Dann wieder den Heißkleber nehmen.
jetzt ist es so. Du siehst hier oben, sehen wir noch relativ viel von der Konservendose, von der Rinde und von der Erde, besser gesagt. Und jetzt mit dieser Kreation kannst du zum Beispiel auch sagen, ja, sieht ja nicht toll aus, wenn wir nur ringsum so geäst haben, sondern wir machen diese Geästgeschichte auch in die Erde rein. So können wir wirklich eine tolle Harmonie hinkriegen. Und dann hole ich jetzt dann noch gleich Kokosfaser, nicht Kokosplattenfaser, sondern Kokosfaserstücke. Das ist so ganz etwas Cooles, Praktisches. Und mit diesen Stücken können wir dann jetzt noch ganz wenig die Erde abdecken. So, ich lasse es mal schnell trocknen. Du kannst natürlich zum Beispiel auch Rindenmulch oder sowas nehmen, für diese, wie soll ich sagen, Kreation für die Erde abzudecken. Ich nehme jetzt da wirklich ganz einfach und schnell von dieser Kokosfaser. Wichtig ist auch bei einer solchen Kreation, dass du darauf achtest, dass du deine Finger schützt, nicht dass du dir plötzlich die Finger verbrennst. Da möchte der Blumenmann dann lieber nicht schuld sein, wenn du da irgendwie nicht vorsichtig mit dem Heißkleber arbeitest. Aber das weißt du ja sicherlich. Du hast ja sicher nicht das erste Mal, wenn du sowas machst, eine Heißkleberpistole in der Hand. Und jetzt hier bei der zweiten Kreation auch noch mit der Faser, die Erde und der Rest der, der Konservendose. Abdecken. Und ja, wir sind uns ja alle sicher, dass die Narzisse schon bald uns verzücken wird, aber trotzdem nehmen wir da noch einiges an Material weg. Und dann kannst du hier zum Beispiel noch eine kleine Schnecke oder eine Feder oder sonst was reinmachen, aber ich habe es dir heute ganz schlicht, geradlinig und einfach gezeigt. Hey, und dann hoffe ich dir, haben diese zwei Ideen mit den Konservendosen, mit Rinde und mit Hartriegel gefreut, inspiriert. Und ja, sag's mir einfach, was dir besser gefällt, schlicht, einfach, geradlinig oder etwas mehr verspielt mit dem Geäst. Hey, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht mit dem Blumenmann und dann sage ich einfach wieder Tschüss. Bis zum nächsten Mal wieder.